Yo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben jetzt noch 3 Folgen Zeit bis zur 100. Folge, meine lieben Freunde. Ja, wir spielen weiterhin mit dem hier Chroma Hills Texture Pack. Das läuft alles super geil und also ich habe jetzt schon ein paar was hä? Das sah gerade etwas seltsam aus, wie auch immer. Was mache ich hier? Und es wirkt, kam gut an. Und ich habe mir gedacht, ja, dann behältst du das mal. Okay. Hier tropft es wieder. Da muss ich mal gucken, dass ich die Wasserpartikel ausschalte. So, ich wollte mal hier ein bisschen gucken, was man so noch machen kann, wie wir hier noch weiterbauen können und so weiter. Ah, mir fällt gerade ein, wir wollten ja was mit Zaun machen. Guck ich mal eben, ob wir hier irgendwo noch Zaun haben. Naja, erst in die... Da könnte es wahrscheinlicher sein, dass wir noch Zaun haben. Ja, dann stütze ich da hinten mal die Treppe ein wenig. Da haben wir ja letztes Mal ein bisschen dran rumgewerkelt. So... haben wir hier irgendwo noch Zaun? Nee. Was ist da los? Okay. Na dann. Mal gucken, ob wir irgendwo das Stickies haben. Nö. Okay. Dann zischen wir mal ab in Richtung Lagerhalle, meine lieben Freunde. So, ich bin auch gerade relativ enthusiast, also sehr, sehr, sehr gut gelaunt. Also ich muss sagen, so guter Laune war ich schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, warum es liegt. Ja, woran es liegt. Aber ja, ist ja auch ne, ein bisschen Wumpe oder so, wie auch immer. Also ein bisschen egal. So, ich suche gerade, wo hatten wir das Holz? Leute, wo hatten wir das Holz? Da! Komm, nutzen wir das dreckige Tropenholz für. Nein, ist natürlich nicht dreckig. Aber halt nicht so toll. So, dann gehen wir mal, weil es schneller ist. Ach ja, hier so einen Boden. Ja, cool. Ich muss sagen, das Texture Pack gefällt mir saugeil. Saugeil gefällt mir das, genau. Ach. Ach. Oh, da bekomme ich gerade eine Nachricht. Moment, da muss ich schnell antworten, weil sonst kriege ich wieder Schläge. So. Dann wollen wir mal. Guck mal, habe ich jetzt gerade neu entdeckt, wie das geht hier. Hihi, bin ich voll stolz drauf. Nur 64 Zaun, ey. Aber mehr brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Aber ich finde, Zaun ist echt arg teuer, ne? Also finde ich... echt krass. Jetzt werde ich ja wieder mit Nachrichten zu bombardiert. Das liebe ich ja, ne? Kaum bin ich am Aufnehmen, wollen die alle was von mir, ne? Aber so, ne? Das ist kein Schwanz für mich, ganz ehrlich. Also, ne, finde ich nicht in Ordnung. Wenn ihr das gerade seht, ne, fühlt euch jetzt mal angegriffen hier, ne? Also so persönlich so angegriffen, ja? Weil das finde ich nicht in Ordnung von euch, ja? Also, boah, nee. Werde ich wieder aggressiv hier. So. Das ist natürlich nur ein Spaß, ne? Also, ihr sollt euch jetzt nicht ja irgendwie angegriffen fühlen oder so. So. Ich denke mal, dass wir das hier so machen können. Aber dann werden wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen Zaun brauchen. Boah. So, so, so. Hier ist das hoch. So, 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 so ist das halt, ne? Das, ey, meine Frösche, was soll denn der Scheiß hier schon wieder? So. So, dann hier dran, hier dran, hier dran. So. Ja, es geht doch. Guck mal, wie toll das aussieht, Leute. Was mach ich denn hier, ey? So, komm, hoch da. Ja.
So, und dann hier noch eine Stütze dran. Und was soll das denn sein? Ups, da komme ich nicht durch. Nein! Oh, nein, jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Habe ich... Was ist das denn? Was habe ich denn da für einen Skin? Für wieder einen neuen Skin. Ist ja, wie gesagt, nicht mein Account. Ich muss mir dringend mal einen machen, Leute. Aber das ist dürr. 20 Euro. Und momentan habe ich selbst sowas nicht. Versteht ihr? Und nein, ich mache mir keinen Cracked. Also nicht gecrackte Minecraft. Nee, 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 nee. Bin ich gar nicht für. Kann ich gar nicht leiden, ja? So, so haben wir das gemacht. So, und wisst ihr eigentlich, was ich mich schon seit so ein paar Tagen überlege ich schon? Ich habe gerade irgendwie voll Lust, einen Neuanfang, aber nicht alleine. Ich möchte, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit wem, ein LPT-Minecraft machen. Da habe ich irgendwie gerade so Lust zu. Also ist nicht gerade erst, sondern schon seit mehreren Tagen. Und da könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich das, ob ich mal den Opa Zeron fragen soll, ob ich mal den Garon fragen soll, wenn er mal wieder erreichbar ist. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollen würdet, weil ich weiß auch nicht, ob das so reinkommen würde. Aber irgendwie habe ich da so Lust drauf, wisst ihr? Also irgendwie so, boah, ja, das könnte Bock machen. Weißt, wisst ihr, so das Gefühl habe ich gerade. Und ja, könnte echt spaßig werden. Denke ich mir jetzt einfach mal. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? So, ich hatte hier irgendwie noch was gedenkt. Genau, ich wollte mich hier noch den Weg weiterführen. Und dann hier auch noch was machen. Aber da müssten wir die Brücke für verschieben. Oder machen noch eine Brücke, aber das wäre ein bisschen witzlos. Aber ich glaube, das lasse ich fürs Erste. Ich bin immer noch am Überlegen, was wir hier bauen können, weil ich bin so... Gerade so, wisst ihr, also so in so einem Dingen. So ideenlos. Hatten wir nicht vorhin hier noch irgendwo Ziegel? Hatte ich das nicht gerade irgendwo gesehen? Weil wir hatten doch eigentlich noch bei Opa Zeron in der Hütte. Warte, überhaupt nicht viele. Ah, komm. Braucht man es eigentlich um. Kann ich so? Geht das? Ja. Weil wir waren noch an Opa Zerons Hütte doch noch nicht ganz fertig, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, da waren noch ein paar Löcher oben. Oder? Habe ich mich da jetzt komplett vertan? Nee, guck dir mal an. Ich wusste es doch. Nein! Ah. Guck mal, die haben ja sogar mitgedacht hier. Boah, ich muss sagen, ey, die Siegelscheine sehen ja richtig geil aus. Also ich feiere dieses Texture Pack gerade. Also, wow. Oh, das war's schon. Komm, mach mal so. Zack, 16 Stück. Ey, das ist ja auch teuer. Also ich finde, so manche Sachen sind hier richtig schön teuer. Und, au. Oh, ich muss wieder was Happa-Happa machen. Lecker Suppe. Oh, was können wir mal bauen? Was können wir bauen? Also, ne, wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, wenn ihr euch das gefallen würde, dann schreibt das mal sofort, ne, unten in die Kommentare rein. Weil, und so. Ich wüsste was man machen kann, aber ich wüsste nicht, wohin das könnte. Wir könnten ja mal eine Erntemaschine bauen. Wie findet ihr das? Ja, da wäre doch mal was, oder? Auch mal ein bisschen was Technisches hier machen. Komm, wir bauen das. Komm, was machen wir jetzt? So, da brauchen wir aber ein bisschen was an Werkzeug für. Das sammeln wir uns jetzt ein bisschen zusammen. So, dann gucken wir mal. Wir gehen mal kurz ins Lagerhaus.
Okay, das war jetzt ein bisschen buggy. Ich wollte mir hier irgendwas mit sagen. Das fällt mir gerade wieder ein, ich weiß noch nicht mehr was. Boah, ich bin auch immer so bei der Sache. So, wir brauchen ein bisschen Erde. Okay, ein bisschen ist gut, aber so, das sollte reichen. Wir brauchen bestimmt auch einiges an Holz. Stone wahrscheinlich nicht. Wir brauchen... Was brauchen wir noch? Wir gucken einfach mal die ganzen Truhen nach, ob ich da irgendwo was sehe. Was wir gebrauchen können. Ja, eine Werkbank könnte hilfreich sein. Ja, die Samen werden wir... Ja, komm, nehmen wir einfach schon mal mit. Wir brauchen... Nee, die Spitzhacke nehme ich natürlich mit, selbstverständlich. Nee, das packe ich mit der zusammen. Und die beiden packe ich zusammen. So, ein bisschen, ne? Ah, hier, komm, da nehmen wir, wie gesagt, nehmen wir einfach mit, einfach nur, weil wir es können. Mach mal eine große, oder? Ja. Ich sehe schon, in euren Gesichtern, wie ihr euch freut. Eure Freude ist ja schon... Boah, ey, der eine jubelt. Ja, guck mal, da tue ich euch einen richtigen Gefallen, Leute. Boah, wie ihr euch freut. Ach, das finde ich ja toll. Haben wir jetzt eine schöne große Baustelle, an der wir setzen können. Wir haben ja nicht noch eine Monsterfalle, die wir bauen wollten oder so, ne? Oder einen Hafen, den wir vorhatten. Ach, das wollte ich... Ach, ich bin ja auch doof. Redstone mussten wir alles haben. Nee, Zuckerrohr. Was will ich im Zuckerrohr? Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. Und zwar nicht allzu knapp. Und da brauchen wir das Eisen für, was selbstverständlich hinten im Lagerhaus ist, wo wir zum Glück gerade noch nicht waren. Sollte reichen. Oder haben wir noch einen Opazeron hier in der Hütte? Da müssten wir eigentlich auch noch was an Werkzeug so einiges drinnen liegen haben. Ne? Leute, hallo. So, danke. Was haben wir hier? Ja, guck mal. Jetzt klauen wir einfach das Werkzeug, weil er hat es nicht besser verdient. Nein, Spaß. So. Das Schwert wollen wir eh nicht brauchen, weil wir gleich in den friedlichen Modus sein werden. Oder auch jetzt schon sind, das weiß ich gar nicht. So, guck mal, machen wir die auch mal eben ein bisschen so. Dann sortieren wir uns das hier alles mal so wie eh und je. Oh, da fehlen uns aber noch eine Spitzhacke, ne? Wir brauchen noch mal ein paar Spitzhacken. So. Alter, so. So. Dann mache ich mal eben... Nee. Wo ist es denn? Was will ich denn haben? Difficulty, genau. Peaceful. Dann gucken wir mal, wo wir die Erntemaschine hinsetzen können. Ich würde sagen, in der Nähe vom Bauernhof. Weil es halt logisch ist. Wie viele Eier ich auch habe. Er hat Eier gesagt. Yeah.
Ja, das ist auch wieder ganz super hier. So. Wo machen wir die hin? Machen wir die hier hin? Aber hier wollte ich ja eigentlich nicht den Bauernhof weiterführen, aber das wäre dann eigentlich doch eine gute Idee, das hier zu machen, ne? Da hätte ich doch eine Axt mitnehmen sollen. Dann holen wir uns mal eben eine Axt und das scheiß verrottete Fleisch. Aber das ist ja super. Ich würde eigentlich über den Zaun werfen, aber tja. Ah, hier ist er, die Werkbank. Also muss ich mal erstmal überlegen, so taktisch nachdenken, wie wir das genau machen. Aber am besten wäre eigentlich, wenn wir so einen flacheren Hügel hätten. Wo wir es dann so dran hocharbeiten, wisst ihr, wie ich meine? Ach, ich hatte ja hier schon mal Terraforming gemacht. War das nicht so? Komm, wir holzen hier einfach mal eben ab. Und dann haben wir hier auch schön einen klareren Überblick. So. Ach ja, übrigens, ne, hier wegen dem Together, ne? Opa Zeron, wenn du das hier siehst und auch direkt schon sagst, dir denkst, ja, das könnten wir machen, dann sag du auch mal eben Bescheid. Ne, oder Garon, wenn du das siehst, das ist natürlich jetzt nicht nur der Opa Zeron mit gemeint, sondern hier Opa Zeron bzw. Garon, ne, wenn einer von euch das gerade sieht. Auch gerne mal Bescheid sagen, ob ihr da auch selber drauf Bock hättet, mit mir das sowas zu machen. Oder wie gesagt, nee, Alter, mit dem nochmal was machen. Ja, mein Gast sein ist ja okay, aber komplett was machen mit dem kleinen Spaten. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann ist das auch nicht schlimm. Ich würde nur 3 Tage am Stück, 3 Tage und 3 Nächte weinen. Aber immer so einen Tag weinen, dann wieder nicht. Dann eine Woche später eine Nacht weinen und so, ne? Ja, was ich hier wieder für eine Scheiße fabriziere. So. So, und ich habe natürlich auch immer noch kein Thema. Ich will ja einfach mal ab und zu noch mal über irgendwelche Themen reden. Nur, ja, ich bereite mich halt nie so auf Let's Play vor, ne? Sitze ich vorm PC, guck gerade selber ein Let's Play oder bin gerade noch ein Video am Rendern oder guck mir gerade irgendwie Dragon Ball an oder sowas. Guck ja momentan auch wieder Dragon Ball. Ich habe mir ja die ganze Dragon Ball Z-Dingens einfach mal geholt und guck sie jetzt gerade momentan wieder. Und ja, ich muss sagen, ich feiere es. Ne? Also ich bin ja Dragon Ball Fan über allem. Und wenn ihr auch Dragon Ball Fan seid, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, eigentlich schon. Ich würde gerne mal mit euch über irgendein Thema in den Kommentaren quatschen. Ich denke, das wäre auch schon ganz schön nice. Wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendein Topic, so ein trendy Topic, worüber dann wir in den Kommentaren immer so plaudern können. Denkt man, das wäre schon ganz schön nice. Oder? Habe ich da jetzt irgendwie so eine scheiß Wunschvorstellung, die eigentlich total kacke ist und dass jeder nur rumhaten würde? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Also, ja, um zurück zu Dragon Ball zu kommen, ich bin das momentan wieder am gucken. Ich glaube, ich bin momentan Folge 205 oder sowas. Da haben wir gerade, der Son Goku hat sich gerade gemeldet, dass er sagte, er kommt zu den nächsten Turnieren, obwohl er gerade tot ist. Er hat ja so einen Tag von der Uranai Baba bekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber so viel erzählen soll, kann, wie auch immer, weil ich weiß ja nicht, ob ihr euch überhaupt ein bisschen mit Dragon Ball auskennt oder ob ihr sagt, hä, was ist das? Ne, weil, okay, ich denke mal nicht, dass ihr sagt, hä, was ist das? Weil Dragon Ball ist, denke ich mal, schon einer der berühmtesten Animes überhaupt. Würde ich da mal behaupten. Und meiner Meinung nach auch der geilste. Ich habe mich mal hier an Naruto geguckt, ich habe auch One Piece mal geguckt.
Natürlich habe ich damals auch Pokémon geguckt, das ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Und da habe ich letztes Mal so ein Bild von Ash gesehen, hier von dem Protagonisten. Und ich habe gedacht, ist der jetzt auf Droge? Was haben die mit seinen Augen gemacht?